Hallo Leute, willkommen zu Part 27 von Assassin's Creed 2. Ja, ich hab da noch eine Möglichkeit gefunden, noch ein bisschen was aufzunehmen für nächste Woche. Da wird's nämlich ein bisschen knirsch. Kann ich halt wieder nicht aufnehmen. Und ja, ich werde jetzt halt noch versuchen, so viel wie möglich aufzunehmen. Das wird auch noch so ein bisschen... Ja, dann habt ihr halt noch euren Spaß und ich habe sowieso meinen Spaß dabei. Ja. Oh. Ein nettes Gespräch mit Lorenzo. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio. Ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Super, haben wir den Medici-Umhang bekommen. Das ist natürlich geil. Warum geht es? Scheiße, es geht nicht. Ja, jetzt sind wir dauerhaft anonym, das ist natürlich wunderbar. Mit dem Medici-Umhang irgendwas. So, eigentlich würde ich jetzt gerne nochmal durch Florenz schlendern, sage ich jetzt mal heute. Um ein bisschen was noch rauszufinden, wo haben wir noch Codex-Seiten, wo hat man vielleicht noch ein paar Türmchen, die man erkunden kann. Das mache ich dann aber gleich, nachdem wir dorthin gelaufen sind. Ich hoffe, dass dann, so sage ich jetzt mal, die Mission vorbei ist. So. Ach, das ist toll, wenn man hier einfach durchrennen kann, ohne dass die Leute einen anpöbeln, sage ich jetzt mal. Es ist schon schön. So, und warum renne ich eigentlich so blöd durch die Stadt? Ich könnte doch die ganze Zeit Parcours machen. Ja, jetzt brauchst du auch nicht damit anfangen. Und da sind wir wieder bei Leonardo. Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Ja, was für ein Zufall aber auch. Ja, Ausflug, genau. Der Ausflug, der wird uns Spaß machen. Denn wir reisen zuerst nach Forlì. Ich glaube, da dürfen wir noch... Ah, das sieht schon danach aus, dass wir noch nicht dahin dürfen. Aber ich kann es ja mal probieren. So weit sind wir auch nicht davon entfernt. Jetzt schaue ich nochmal weiter rum. Da ist nur ein weiteres... Einige Attentate. Nochmal ein Rennen, aber... Also hier haben wir erstmal alles erledigt. Sieht zumindest erstmal nach aus. Jetzt werde ich allerdings noch nach... Yeah, schön abgerollt, Ezio. Hast du fein gemacht. Jetzt schaue ich trotzdem nochmal an der Stelle vorbei, denn... Oh, hast du aber noch gerade so hingekriegt. Und da sind wir auch mal wieder bei unserer alten Villa. Die wir nicht mehr betreten können und... Ach, aber offen ist sie wenigstens noch. Betretbar, also für jeden. Das sah auch stylisch aus. Ich dachte gerade, da oben das Banner wäre irgendein Typ, der gehängt wurde. Hey, dieses Spiel macht einen wirklich... Ja, ich sag jetzt mal aggressiv. Ah, und hier war auch damals das Rennen mit unserem Bruder. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, es war hier. Da sollten wir da hochrennen. Ach, das waren noch Zeiten. Das war jetzt vor 4 Jahren oder so. Zumindest in-game zeitmäßig gesehen.
Und jetzt schauen wir doch mal, komme ich da schon rüber oder sagt er mir, ist tabu? Ah, echt. Wie es aussieht, darf ich hoch? Ich darf hier rüber, ist das toll. Nein, das gibt's nicht. Nein. Och. Super. Weil da drüben ist auf jeden Fall noch einiges. Da müssen wir dann später auch noch hin. Gut, dann... Oh. Heißt es jetzt genau den ganzen Weg wieder zurückrennen. Aber es war wenigstens den Versuch wert. Und wenn ich mich recht entsinne, war hier dieses schöne Battle. Ja. Oh, und ich muss ganz kurz Pause machen. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ja. Es war eigentlich was Unwichtiges, aber... Ist halt so. Ja, also hier war auf jeden Fall dieses unser nettes Kämpfchen damals mit Vieri, wenn ich mich recht entsinne. Und wir hatten das Battle gewonnen. Das war unsere erste Massenschlägerei hier und bis jetzt auch so in der Art auch die letzte. Vielleicht kann man mal wieder so eine anzetteln. Ich weiß es noch nicht so genau. Ah, toll. Da labern die wieder irgendwas. Aber solange sie nicht über mich labern, ist alles in Ordnung. Leute, ist euch ist schon klar, dass das Ding da ausgeraubt ist, oder? Gibt's ja nicht. Aber okay, die achten ja nicht darauf, die sollen einfach wegen Eingang bewachen. Sind halt irgendwelche Dilettanten. Egal, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Das war einfach nur scheiße. Ja, obwohl er vergessen werde, das wahrscheinlich nicht. Oh. Genau, da fällt mir ja noch was ein. Datenbank. Orte. Genau. Es dürfte nämlich Glyphen. Genau. Schauen wir uns den Ort doch mal an. Die Basilika, die San Lorenzo, angeblich die älteste Kirche von Florenz, wurde von allen Medici aufgesucht, wenn sie starben. Sie wurde bereits 393 geweiht, als sie noch außerhalb der Stadtmauern stand. Michelangelo, meine Fresse, entwarf die innere Fassade, während Filippo Brunelleschi, ach du Scheiße, Erbauer der Kuppel von Santa Maria del Fiore, den Gesamtplan erstellte. Er starb, bevor die Kirche fertiggestellt wurde, und viele seiner Entwürfe wurden später überarbeitet. Mit ihren nun fast 50 Särgen war die Gruft der Medici angeblich dafür gedacht, das heilige Grab mit dem Leib Christi zu bewahren. Allerdings schlugen alle Versuche, es zunächst aus Jerusalem zu kaufen und dann auch zu stehlen, fehl. Das beweist, dass Banker vieles kaufen können, aber nicht Integrität. Jedenfalls damals nicht. Ja, super. Gut, die suchen wir jetzt noch auf. Dürfte auch nicht zu schwer, da haben wir sie doch schon. Entweder das Ding oder das Ding. Wir haben auch ein nettes Bild von ihr und ja, wir laufen hier halt ein bisschen durch Florenz heute. Das wird, ja, den ganzen... Johannes. Meine Frau geht's gerade nicht. Die Sache mit Christina werden wir dann im Brotherhood weiter klären. Da haben wir nämlich wieder ein paar Parts mit ihr. Oder ein paar Aufgaben mit ihr. Wobei ich auch da von denen auch nicht alle gespielt habe. Das heißt, einige von denen sind auch für mich dann noch neu. Und auf die freue ich mich schon richtig. Leider habe ich irgendwas schon in Revelations davon rausgehört, was mich dann ein bisschen betrübt hat, sag ich jetzt mal. Aber da werde ich jetzt nichts weiter verraten. Das werden wir dann noch alles zu sehen bekommen. So. Ja, der Abgang war gar nicht mal so schlecht, Ezio. Der war ganz okay. Und zu unserem Glück eigentlich auch, weil wenn wir da rein gesprungen, wäre das natürlich ein bisschen blöd für uns geworden. Denn dann hätten wir wieder rausklettern müssen und das kostet doch wieder alles Zeit. Und nee, das muss nicht sein. Ach, was super. Da kann er sich natürlich wieder nicht festhalten.
Ich hoffe, dass es jetzt das richtige Gebäude ist. Ja, sieht danach aus. Schon gut. Bitte tut mir nichts. Ich gehe. So. Jetzt bei stetigem Adler-Auge. Werden wir mal schauen, ob wir was Nettes finden. Das ging gerade erstaunlich gut. Ja, das ist doch das Ding. Ja, das sieht auf jeden Fall nach danach aus. Ah, da haben wir es auch schon. Ja, Rüstung nimmt Schaden, Blarkeks. Irgendetwas war da oben. Irgendetwas, das schon lange dort lag. Okay. Apollo. Hm. So. Finde den Adler. Okay, da haben wir ihn. Okay, davon ist einer schon mal fast richtig. Jetzt muss ich das schon mal so drehen, damit ich das dann so drehen kann. Hm. Das wird lustig. Das muss jetzt so sitzen. Das? Ach nein! Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht versaut. Ich habe es versaut. Ah, wo haben wir es denn? Das können wir jetzt so drehen, genau. Und jetzt kann ich den ganzen Spaß so drehen. Und jetzt muss ich da die Dreierstellung finden. Und dann dürfen wir es jetzt haben. Supi. Verdammt, da stand noch was. Ich habe es nicht gelesen. Aber ich kann es mir in der, wenn ich wieder nachschaue, angucken. Veröffentliches Foto. Ja, hier sieht man wieder ein schönes Templerzeichen. Da auch schönes Abstergo-Logo. Ohne Jack war es leicht. Yes, Jack. Hm. Aber das Rätsel war, die Glühwe war auch wieder recht simpel. Und damit haben wir 2, 4, 6, 8, 10. Wir haben 50% der Glyphen. Wunderbar. Jetzt fehlt uns nämlich nur noch eine hier in Florenz und der Rest noch. Scheißteil. So. Gut, jetzt heißt es, ja, ich renne jetzt einfach nur noch bis an den Rand von Florenz. Wir haben jetzt schließlich alle Glyphen, also von... Ja. Das heißt, ich werde jetzt auch mal meine Rüstung auch, oder auch nicht... Nö, dann repariere ich sie halt nicht. Gehen wir mal in den Performance-Modus. Mehr Frames, das ist toll. Zumindest eben waren ein paar mehr Frames, ja, und Performance-Modus ausschalten. Leider habe ich dich nicht verstanden. Oh, da war ein Brunnen. Hm, da hätten wir doch glatt speichern können. Hm. Gucken, ob klappt es eigentlich auch bei denen.
Scheiße. Ich mach mich besser aus dem Staub. Bam. So, der Mutter muss jetzt... Ach, da oben. Heiliger Vater, ach, schütze mich. Der Teufel ist los. Yeah. Jetzt werde ich schon Teufel genannt. Oh, wunderbar. Damit haben wir die letzte, glaube ich, aus Florenz. Datenbank. Orte. Ja, es ist, da oben steht sogar schon schön. Das ist die letzte Glyphe hier. Wunderbar. Irgendwas mal unten. Oh, eine Kiste. Die holen wir uns natürlich auch noch. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch lieber dann erstmal nach Monteriggioni. Ja doch, ich werde erstmal, bevor wir dorthin... ich werde erstmal nach Monteriggioni zu der Villa reisen, um dort erstmal noch Rüstung aufzukaufen. Ah, da haben wir es auch gleich. Er wollte den Kreislauf stoppen und das Geheimnis verraten. Scheiße! Ich muss der Kopfschmerzen denken, sie verdammt! Okay. Der Erfinder. Okay. Oh, Nikola Tesla. Die wirtschaftliche drahtlose Energieübertragung ist von höchster Bedeutung für die Menschheit. Dieses Mittel verleiht uns die Herrschaft über die Luft, das Meer und die Wüste. Es wird uns helfen, die Notwendigkeit von Minen, Pumpen, Transportern und der Treibstoffverbrennung zu überwinden und so die zahllosen Gründe für sündige Verschwendung zu eliminieren. Sie macht die lebendige, glorreiche Sonne zu seinem gehorsamen, fleißigen Sklaven. Sie wird die Erde Frieden und Harmonie bringen. Sie wird der Erde Frieden und Harmonie bringen. Nikola Tesla. Kling, 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 kling. Oh, das macht so Spaß. Hui, kling, 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 kling. Er fand es in Kroatien. Ha, was fand er jetzt da? Achso, auf Infrarot schalten. Er fand es in Kroatien. Die würden es in seinem Labor finden. Okay, warum hast du jetzt eigentlich zweimal gesagt, dass er es in Kroatien gefunden hat? Und damit haben wir Nummer 11. Joa, gut. Jetzt schaue ich nochmal auf die Map. Heute geht es hier ein bisschen wirr zu. Schnellreise, ja, gehen wir dahin. Wir müssen ja sowieso jetzt in die Richtung. Muss ich mir nämlich nicht extra nochmal einen neuen Punkt setzen. Und dann reisen wir nach Monteriggioni. Das mache ich sogar noch an diesem Part. Was zum Teufel macht ihr? Bleib weg! Du Mörder! Ey, du bist so ein Scheißkind. Wirklich mal dreist. Zeig etwas Respekt. Muss schneller sein. Zurück, du Hund! Ist das nicht verboten? Ach, ist mir zu blöd, wenn du den nicht kriegen willst, Ezio. Ach. Immer auf die falschen Leute springst. Da muss ich das jetzt nicht machen. Gut. Monteriggioni Villa. Ja, mach mal hin. Schließlich haben wir da auch noch ein bisschen Geld gebunkert. Und damit wird uns wieder einiges leichter gemacht. Aber das erst im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann halt im Part 28 wieder, wenn ihr denn Lust habt. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.